So, aber... Wir können ja gleich nochmal speichern. Kurz bevor wir da reingehen, können wir ja nochmal speichern. Und dann schauen wir mal weit. Alter! Wo ist Nunemon denn hingeflogen? Ja, haben Nunemon irgendwie in die Luft geprügelt. Kann das sein? Ist das normal? Prügelt man Nunemons heutzutage in die Luft? Naja. Muss es durch, ne? Oh, du hast den rechten Arm vor Bomber-Nanimon gefunden. Schön, glaube ich. Weiß ich nicht. Jetzt tragen wir die ganze Zeit ein abgetrenntes Körperteil mit uns rum. Das hat natürlich auch was Besonderes. Excellent. So, sonst noch? Hier drüben noch? Weißholz, Digipalme. Digipalme. Das werden wir bestimmt irgendwie irgendwann brauchen. Kannst du mir eigentlich noch irgendwie helfen? Hui, hier ist es schön kühl. Hatten wir schon mal mit denen? Die Hitze in der Wüste war einfach zu viel. Einige Digimon vertragen Hitze nicht, andere Kälte. Du solltest also selbst vorsichtig sein. Ist das jetzt weg? Oh mein Gott, es ist weg. Huch, ich dachte, wir hätten schon mal mit denen geredet. Ich bin verwirrt. Was? Mega-Digimon müssen nicht mehr auf Klo? Echt? Mega-Digimon müssen nicht auf Klo? Okay, wenn es da wirklich passiert ist, dass es da abstürzt. Gut, dass ich nochmal speichere dann. Mega-Digimon müssen nicht auf Klo? Was sind das denn für Mega-Digimons? Ich meine, es hat was. Angst! Lush, stay back! You too! Leave this to me and Yukimura! Na klar. Yukimura, show it the power of the Crimson Dragon! You got it! Exhaust Flame! But you digivolved. I'm sorry, Kota. Ich will nicht, Alter, wir müssen. Ich will nicht. Es war irgendwie so klar, dass das nicht hilft. Au. Okay, okay, wir kriegen es hin. Ich weiß nicht wie, aber wir kriegen es hin. Du kriegst gleich erstmal die mittlere Disc. Du bist schon voll auf die Fresse. Dann kriegst du gleich auch deine Heilungsdisken. Wir halten das mal alles ein bisschen oben. So, ansonsten sieht das ja alles sehr schön aus. Okay, Heilungsdisk erstmal. Warte, hier. Heilungsdisk. Auf dich. Du bist gerade irgendwie tot. Alter, 6000 Schaden. Komm schon, das kriegen wir tot. Komm schon. Das schaffen wir doch. Ich glaub doch an euch. Komm, das jetzt aber. Komm. Sehr gut, glaube ich. Nee, noch nicht. Jetzt aber. Ja, sehr schön. Alter, wir haben Machine Dramon fertig gemacht. Alter, sind wir mega. Energieball gelernt. Schön, eine neue Technik. So macht man einen Machine Dramon fertig. Bist du denn für eins? Der kleine Kimari da. Wow, you got it. It was only a rookie Digimon, but it turned into a mega. This must be the altered form. I'm a little jealous. Kota. I'm sorry, Yukimura. I didn't mean it like that. No. I wasn't up to the job. I need to work harder. No, you did a good job. This is my fault. I know that. The abnormal machine Draymond data wave has gone. The gate has opened. Let's get back to town, Yukimura. Yeah. We have to take Shopmon too, I guess. Lush, let's go. Are you sure?
Of course, right? Ich weiß nicht. Entscheide du, Dude. Na sicher kannst du mit uns kommen. Na klar. Warum nicht? Thank you. Dein Nunemon war ja auch gerade an deinem Bauch geschnürt, obwohl deine Hände es nicht festgehalten haben. Also es muss da ja irgendwie kleben. It's decided, Lush. Come on, let's go. Okay. We'll go ahead. See you there. Alles klar. Ich komm nach. Alter, wir haben erstmal fett das Maschinendramon weggehauen, wa? Alter, Angemon, was sagst du denn dazu überhaupt? Hier sollte die Sackgassenstadt sein. Was ist hier los? Es sieht so aus, als wäre die Bevölkerung vertrieben worden. Ich hoffe, niemand wurde verletzt. Oh, hallo. Du kommst aus Flotain. In dem Fall könntest du mir vielleicht bei etwas helfen. Was gibt's denn? Tut mir leid, das nächste Mal. Na, was gibt's denn? Spitze, vielen Dank. Weißt du, ich verfüge über medizinisches Wissen und bin vor kurzem auf ein verletztes Digimon gestoßen. Ich wollte es behandeln, aber es hat angefangen zu toben und ist davongerannt. Wenn du dieses Digimon siehst, könntest du bitte seine Wunde untersuchen? Bei dem Digimon handelt es sich um Heckmon. Es ist in der Nähe des Logikvulkans. Danke für deine Hilfe. Oh, da wissen wir sogar, wo es ist. Da wissen wir ja sogar, wo das ist. Rückkehr in die Stadt. Ohne Maschinendramon ist alles gleich viel ruhiger. Ich gehe zur... Was? Nein, Hilfe, so. Wenn du es nicht schlimm mehr wird... Okay, gut. Gut, gut. Also die Stadt ist hier ein bisschen heruntergekommen, muss ich sagen. Können wir hier irgendwas machen? Hier glitzert so viel. Oh, eine Nuss. Ölig? Ist die Nuss zufällig ölig? Ah, geil, wir haben eine ölige Nuss. Unser Leben hat wieder einen Sinn. Wir haben ölige Nüsse gefunden. Hey, du. Gefällt mir auch, wenn es total in Eimer ist. Achso, das sind die Gotsumons. Schön, was machen die denn hier? Digiöl. Wir gehen gleich durch das Portal wieder zurück in die Stadt. Natürlich wollen wir erstmal alles hier einsammeln, bevor wir das Portal betreten. Ich weiß zwar nicht, was wir hier alles finden. Da hinten ist zum Beispiel noch. Hey, Digi-Onyx. Oh, ihr habt Hunger. Sehr schön. Alter, ihr seid so riesig. Ist mir ein bisschen unangenehm, immer da hoch zu gucken. You hungry? Ja, da freut ihr euch, ne? So, nochmal Digi-Sprösslinge, damit ihr nicht zu viel Fleisch verbratet. Sehr schön. So. Wenn es kaputt ist, repariere ich es. Kein Grund zur Eile. Achso, das sind... Sind das die Gotsumons hier? Können wir hier eigentlich irgendwas machen oder ist das einfach nur kaputt? Das war nicht gut genug für eine Stadt oder so. Wenn es so kaputt ist, kann ich es nicht reparieren. Der eine kann es reparieren, der andere kann es nicht. Okay. Gut, wir sollen auf jeden Fall schon mal zu Heckmon. Aber ich habe Angst vor diesen Dingern. You're back. Ja. You've defeated another machine Draymond. Very impressive work, Tamers. But we didn't save the village. If only we had done a better job. You can't take responsibility for that. Geht der Stream noch? Ich sehe da gerade nur einen schwarzen Ladeding. Läuft der noch? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ah, naja, es hat halt nur lange geladen. You did save Lush and Shoutmon. That was no small feat. I guess. So, läuft er jetzt wieder? Ich glaube ja. Ja, ich glaube, der läuft wieder. I wouldn't be here if it weren't for you. Du hast ja eine tolle Stimme. Do you remember what happened when you turned into Machine Draymond? There was this human in a knitted hat. Then it felt like something was changing inside of me. I don't remember anything else. Sorry, I'm pitiful. A human with a knitted hat. So there is another person here other than us. Ja, ich weiß, irgendwie ruckelt das gerade extrem und ich kann da gerade echt nichts gegen tun.
That's right. Lush said she saw a person wearing a knitted hat too. Es liegt nicht an der Aufnahme, es liegt gerade echt hart am Internet gerade. Ich hoffe, das fängt sich irgendwie noch. Ich hoffe, das fängt sich gleich wieder mit dem Ruckeln hier. And the man had a mommy mom thing on his hat, like a patch. I see. A man named Mommyo? Of course. The person behind this is Mommyo. It's not enough information to go on, but it does seem suspicious. Hmm. So there is a fifth human. That's right. The Digivices the three of you carry. They were prizes for being in the top four in a digital monster tournament when we were kids. Yes, the other person. The one who won the tournament. Shoma Tsuzuki. Yes, Tsuzuki. Could he be Mommyo? It seems it might be a possibility. Yes, but... Shouldn't we go find him first to be sure? Yes. We don't know whether Tsuzuki and Mommyo are the same person, but he must have some pertinent information. It's decided. This is now a Mommyo search party. Does Lush remember anything else about Mommyo? He had an egg! An egg? You mean a digi-egg? I don't know. It just looks strange. Anything else? Anything could be a clue right now. Even if it doesn't seem to have anything to do with Mommyo. My memory is really bad. I don't remember much about myself, even. Could the shock of the Machine Draymond attack have made you lose your memory temporarily? No! It's more than that! I can't remember anything! I do remember being on my own. Now we have one more mystery. If we can just find Mommyo, everything will become clear. I think you're being overly optimistic. Finding Mommyo is gonna be difficult. Where there's a will, there's a way. What way would that be? There is a high probability that Mommyo will be there again if we detect an abnormal data wave and if he's involved. Next time we detect an abnormal data wave, you should go there and capture Mommyo before he can do anything. That's basically what we've already been doing. Basically, yes. But your main goal will now be to capture Mommyo. The purpose has changed. This is progress of a sort. So, we all just have to wait until an abnormal data wave is detected? Yes, for the time being. I would be grateful if you could resume your search for city residents. I want to make Floatia a refuge from these Machine Draymond attacks so there are no more tragic losses. You are determined to build a secure base. Yes, a place where everyone can be safe. That is the principle behind Floatia. Sorry, but I'm out. If we have some free time, I want to train with Yukimura. I'm out of this one, too. There's some things I need to think through. I see. You'll help, won't you? So. Ich mache jetzt nur ganz schnell das fertig und dann starte ich mal den Stream neu, weil der geht überhaupt gar nicht mehr. Aber ich versuche hier nur gerade diese lange Szene irgendwie umzubekommen, damit ich irgendwie den Stream neu starte. Und ja, viele Frames verwirft er nicht, das ist irgendwie gerade Anzeige oder ich habe keine Ahnung. Wir starten den Stream einfach gleich nochmal neu. Einfach nur ganz kurz Geduld haben und dann geht's gleich richtig weiter. Überlass das mir. I knew it! Alright then, everyone is dismissed. If we get a signal, we'll contact you.
So, ich werde jetzt, wie gesagt, einmal ganz kurz den Stream gleich neu starten. Gigimon ruft, ja gut, ja. Bis wir gleich immer fertig sind. Greymon ist nach Flotania zurückgekehrt. Er baut und repariert jetzt im Ausrüstungsladen Zelte. Toll. Der Wohlstand der Stadt ist jetzt gestiegen. Schön. So, wie gesagt, wir starten jetzt einmal ganz kurz den Stream neu, weil der knackt hier gerade so sehr zusammen. Das ist wirklich, wirklich nicht schön. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder und dann klappt alles wieder. Also, bis gleich. So, ich hoffe einfach mal, dass es jetzt wieder ganz normal klappt. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz abwarten, bis er sich wieder komplett gefangen hat. Ich hoffe mal wirklich, dass er jetzt hier, Das ist doof. Ja, Framon besiegen, damit das Spiel wieder läuft. Erstmal warten, bis der hier komplett alles gemacht hat. So, ich glaube, ja, jetzt sind wir, glaube ich, wieder aktuell. Ich glaube, wir sind jetzt wieder aktuell, ja. Ja, Entschuldigung dafür, dass, ja, halt, ja, mein Internet halt. Es kotzt mich auch sowas von an mit dem Internet hier. Das geht gar nicht. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das jetzt wieder ganz normal läuft. Damit wir weiter durchstarten können, weil wir sind ja erst bei, naja, Viertel nach 8, 2015, nennt es wie ihr wollt. Ah, gut, dann wollen wir wieder ganz normal weiter loslegen, weil es scheint jetzt wieder ganz normal zu laufen. Gut, hoffen wir einfach das Beste, dass es jetzt wirklich ganz normal läuft. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, nicht wirklich aufgepasst. Ich war eher damit beschäftigt, mit dem Ding da. Alles scheint nur auf ein neues Signal zu warten. Du solltest weiter nach Einwohnern suchen. Okay, einfach weiter nach Einwohnern suchen, das kriegen wir hin. Hatten wir jetzt heute schon? Ja, genau. Scheinbar gibt es ziemlich höfliches Digimon tief in einer Höhle in der nahen Ebene. Ein Engel-Digimon ist in der Service, der steht höchstwahrscheinlich in der Sackkassenstadt. Okay, das kennen wir ja auch schon. Das haben wir ja gesehen. Ja, komm morgen wieder. Okay, gut. Okay, es scheint wieder zu laufen. Das ist gut. Oh, Gott sei Dank scheint es wieder zu laufen. Ist das nervig, wenn es nicht läuft. Hey, da schaut man. Hallo, ich werde jetzt auch hier wohnen. Tolle Sache und alle sind so hilfsbereit. Hey, behandle mich mal nicht wie ein Kind. Jeder hält mich für einen Anfänger, aber ich bin keiner. In welchem Alter ich bin? Ich weiß nicht. Sagen wir im Schautmon-Alter? Mach dir mal keinen Kopf wegen Nebensächlichkeiten. Wollen wir Freunde sein? Na klar, immer. Immer Freunde. So. Was ich jetzt mache, ist, wir gehen mal ganz kurz. Es scheint wieder ganz normal zu laufen, oh Gott sei Dank. Ja, wie gesagt, manchmal fängt sich das auch irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl. Was ich jetzt mal machen will, ist, mit unseren total angeschlagenen Digimon, was irgendwie jetzt voll so eine dumme Idee ist, aber ist das intelligent, was wir hier machen? Ja, bestimmt. Genau, Material sammeln, Digi-Dinger sammeln. Wir werden jetzt mal zum Cup Mod gucken wieder. Und wir werden nicht Black Agumon und Black Gabumon angreifen. Nein, ich werde sie nicht angreifen. Dafür brauche ich viel mehr Gegenstände, habe ich das Gefühl. Und noch viel stärkere Digimon. Weil so wie die reingehauen haben. Gut, alle schreiben, es ist wieder okay. Dann ist es auch wieder okay. Gut. Entschuldigung dafür, ich hoffe. Warum sollte man eine Stadt Digimon-Stadt nennen, wenn man sie aufbaut?